Einen wunderschönen guten Tag, liebe Modellbahnfreunde. Nun geht es wieder weiter mit dem Teil 6 der Baureihe 52-28-85 der Deutschen Reichsbahn. Und wie ihr ja schon sehen könnt, habe ich ja schon einiges hier dran verändert schon. Auch der Sound ist soweit fertiggestellt worden. Die Beleuchtung ist auch schon fertig. Ich habe sie jetzt erstmal so zur Probe halbe zusammengebaut. Und nun steht sie hier. Nun könnt ihr ja mal sehen. Das hat natürlich ein bisschen Kopfzerbrechen bedeutet mit der Beleuchtung. Die wollte es nicht so hinhauen, aber das habe ich jetzt alles im Griff gekriegt. Und nun zeige ich mal, was ich alles so gemacht habe. Also, wie sie jetzt hier steht, ich mache mal ein bisschen klein wenig größer. So, habe ich jetzt äußerlich, hier war ja eine schräge Dachaufbau drauf, der wurde ausgetauscht durch ein Gitter. Der Schlot wurde ausgetauscht, weil der zu niedrig war. Da musste ein höherer ran. Das hat auch noch eine ganze Zeit gedauert, weil man da sehr genau arbeiten muss, damit man das Loch bloß nicht zu groß macht. Weil das sonst ist das nicht so schön mit dem Einfädeln, mit dem Ausrichten von dem Schlot. Das zeige ich mal. Dazu nehme ich mal das auseinander. Hier ist mal das Führerhaus. Eigentlich lässt sie sich ganz gut auseinandernehmen. So, hier könnt ihr mal sehen. Hier ist ja jetzt ein größerer Schlot reingekommen, der ja höher ist. Und wenn man sowas mal machen will, also ich habe hier erst in der Mitte ganz genau ausgebohrt. Dann bin ich mit einem 6 mm Bohrer reingegangen. Das hat nämlich genau das Innenmaß von dem Schlot. Also richtig vorsichtig ausbohren. Und dann geht man von hier unten durch. Von hier geht man dann durch. Genau die Mitte mit einem 8 mm Bohrer und dann tut man von unten durchbohren, damit man den Schlot, also die Öffnung hier oben, nicht zu groß bekommt. Das lässt sich alles beschissen nachher zumachen und zuspachteln. Also das hat schon ein bisschen Zeit gedauert, um den Schlot richtig auszurichten. Dazu habe ich hier so ein Lieferschein mal genommen von DHL, mal so eine Paketbenachrichtigung, die habe ich mir so zusammengedreht. Dann habe ich die hier so reingeschoben. So. Und da das Papier sich ja schön der Wölbung ja anpasst, ist das sehr gut. Und dann kann man den Schlot richtig schön ausrichten, genau mittig, wie er sein soll, dass er nicht schräge drauf sitzt, das sieht sondern nämlich schön aus. Also das sind so kleine Hilfsmittel. Ja, da wir ja auch ein Blechrahmen haben und dieser Kessel ist ja ausgerichtet für den Bahrenrahmen, muss natürlich hier unten etwas ausgearbeitet werden. Das kann man ja hier vielleicht auch sehen. Also hier etwas abtragen, hier auch die Vertiefung etwas rausnehmen. Das ist jetzt nicht so schlimm, wenn jetzt hier ein klein wenig zu groß ist und Luftschlitz ist. Das sieht man nämlich nicht. Und das passt jetzt wieder sehr gut drauf. Ist da. Ja. Denn wie gesagt, ist ja hier mein
Zaunbaustein. Hier ist ja nun, ist ja auch die Beleuchtung rangekommen, das dritte Spitzensignal. Dazu habe ich ja hier einen Mikrostecker mir besorgt. Und den bin ich dann hier direkt rüber gegangen, direkt auf den Pin hier angelötet. Und das geht sehr gut. Ist das? Also man kann schon sehen, diese ganze, der ganze Baustein, den kann man alles wunderbar rauskriegen. Ich habe hier mal so ein, das ist hier mal so ein Mikrostecker, den habe ich mir mal gekauft, so einen zweipoligen ist das, und der macht sich dafür sehr gut. Das geht schön leicht alles, ne? Und jetzt werde ich mal den Soundbaustein mal im Kessel einbauen. Dazu nehme ich jetzt erstmal hier meinen raus. Kann man immer gut rausnehmen. Das ist natürlich immer sehr gut. Und jetzt werde ich ihn mal reinschieben. Also wie gesagt, hier einmal nehmen, einmal rein damit, ein bisschen drehen. Ja, wo ist er denn nun hier? Ah, da wandert er rein. So kann man sehen schon. Irgendwas klemmt jetzt. Moment, muss mal kurz wieder zurück. Da muss man ein bisschen aufpassen. So ist alles gut. Weiter durchschieben. So. Hier kann man sehen, da guckt der Mikrostecker raus. Das steht jetzt ein Stückchen vor, wie man das sehen kann, aber das wird nachher wieder zurückgeschoben. Und jetzt schiebe ich den, stecke ich jetzt den Stecker ein. Das war jetzt ein bisschen friemelig, aber das geht. Geht jetzt nicht, wieder zurück, nochmal wieder rein, ja. Das ist immer schön winzig, genau. So ist das jetzt drinnen, dann wird das vorsichtig zurückgeschoben. Schon wieder raus. Ach nee. Ich baue das mal kurz ein und dann melde ich mich wieder. So, nun habe ich das zusammengesteckt. Die Rauchkammertür ist natürlich, wird natürlich nicht festgeklebt. Die bleibt so, dass man die immer wieder rangehen kann. Und das geht sehr gut. Wie gesagt, hier unter, hier befindet sich der Lautsprecher. Kann auch der Schall richtig nach unten rausgehen, auch hier hinten. Und hier ist natürlich der achtstellige Buchse. Der ist hier eine Buchse drin. Das habe ich hier einmal, die gibt es dann auch bei Zimo oder bei ISU, gibt es die dann auch mit 20 oder 30 cm Drahtlänge. Das macht sich sehr gut dafür. Und jetzt werden wir auch mal das Licht testen. Und dazu baue ich das jetzt mal wieder zusammen. Mal gucken, wie die Anschlüsse sind hier. Da ist dahin, aha. Muss ich einmal so rum rein. Ich finde diese Bauart eigentlich sehr schön. Man kann das alles zügig auseinandernehmen. So, jetzt wird das alles reingeschoben. Kessel vorne runter, nach hinten. Jetzt mal wieder aufgleisen richtig. So.
Und schon ist das drinne. Wie ihr ja sehen könnt, natürlich hat man jetzt hier den ganzen Drahtverhau. Das muss nachher noch alles gemacht werden. Jetzt kann ich auch das Gehäuse raufstecken, also der Führerstand. Nun sieht es schon aus nach der 52, so wie ich mir das schon ausgedacht habe. Und was ich ja hier noch gemacht habe, ich habe ja auch die Kupplung, habe ich ja auch getauscht. Wie ja gesagt, wollte ich eine starre Kupplung. Und die habe ich hier. Die ist hier aus 1 mm Draht. Das ist mit einer Zugfeder hier hinten, damit schön eng der Loktenderabstand ist. Und so. Und der greift dann nachher natürlich hier in den Rahmen. Den muss ich mal so hinmachen. Der greift hier natürlich rein. Da greift er rein, die Kupplung, und wird dann immer Lok und Tender immer zusammenbleiben. Hier habe ich auch schon gleich vorbereitet die Kabeldurchführung. Kommen auf jeder Seite immer drei Kabel. Einmal zum für den Fahrstrom, den schließe ich hier an. Diese beiden Punkte. Dann kommt einmal das Licht. Für hinten habe ich die Leiterplatine natürlich auch schon hier. Und hier habe ich zwei Messingplättchen aufgelötet. Da kommen vom Tendergehäuse, das zeige ich jetzt mal hier, habe ich hier schon gemacht. Da kommen hier zwei Federbleche, dünne, das sind glaube ich 0,2 mm. Die drücken dann nachher auf diese Messingplättchen. Dadurch wird das dritte Spitzensignal wird dadurch angesteuert und das funktioniert natürlich sehr gut. Ja, dazu sind ja hier so eine Messingleitbahn, die muss man hier durchtrennen, weil ja hier hinten wird ja für die Beleuchtung benötigt und das ist ja nachher normal für den Fahrstrom. Also gehen immer zu dem Tender hin 6 Kabel. Die muss man natürlich alle einfummeln noch. Das wird alles noch kommen. Auch habe ich schon an mein Tendergehäuse Schürfhakengeräte schon angebaut. Und das andere wird ja nachher die Leiter und die Griffstange. Das und dann hier oben kommt ja auch noch ein Schutzbrett noch vor. Das soll ja auch noch kommen, das mache ich aber alles später, wenn die Lok zusammengebaut ist. Dann mache ich das erst, bevor mir das sonst alles noch kaputt geht. So, jetzt werden wir auch mal einen Test machen. Weil das sollte ja mal sehen, wie die Beleuchtung geht. Die Laternen, die sind alle von Gützold sind das, die gibt es extra da zu kaufen. Die sind schon mit Lackdrähten schon versehen, also da braucht man sich nicht mal zu kümmern. Kosten zwar ein bisschen was, aber das lohnt. Das ist besser wie diese gelben Leuchten, die da dran waren. Und nun werde ich das mal zeigen, wie das aussieht. Und dann geht's weiter. Also bis gleich zum Test. So, nun sind wir auf dem Testgleis und jetzt schalte ich mal den Sound ein. Da könnt ihr schon mal hören. Und den Turbogenerator. Das ist, Moment, muss mal gucken, wo ist der? Und man kann sehen, wie schön die Beleuchtung ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das gefällt mir natürlich viel besser.
Und den Tenner, den habe ich auch schon soweit fertig. Und das wird natürlich, den kann ich erst zeigen, wenn ich das alles angeschlossen habe, die Lok komplett zusammengebaut ist. Dann kann ich das auch zeigen mit dem Tenderbeleuchtung. Also die funktioniert auch sehr gut. Und ich mache jetzt mal kurz das Licht aus. Dann könnt ihr auch mal sehen, wie hell das ist. Ich mache jetzt mal das Licht aus. Das ist gar nicht so hell, wie das jetzt rüberkommt. Das kann man sogar auch noch dimmen alles. Das geht auch noch. Und von vorne sieht das auch sehr schön aus. Und das wird dann auch gezeigt nochmal bei der Testfahrt. Ne, da kann man das ja auch noch besser sehen. So, denn mache ich das mal so und mit den Energiepuffer. Dazu schalte ich mal wieder die Glocke ein. Und jetzt werde ich mal den Stecker mal rausziehen und sage dann Bescheid, wenn ich jetzt den Stecker rausziehe, was die für eine Energiereserve hat. Also ich ziehe jetzt den Stecker raus. Also das sind, ich habe das mal durchgemessen, das war mal circa so 10 bis 11 Sekunden, was an Energiereserve ist für den Sound und auch für die Stromabnehmer. Also da dürfte jetzt keine Probleme geben. Und damit bin ich sehr zufrieden. So, bis gleich in der Werkstatt wieder. So, dann sind wir wieder in der Werkstatt. Und ihr konntet ja sehen, was für Energiereserven da vorhanden sind. Und jetzt wird es natürlich weitergehen. Ich muss jetzt mit meinem Tender vorankommen. Das ist ja noch ein bisschen schwierig hier, weil der Rahmen geht ziemlich stramm rauf. Und das muss ich hier nachher alles noch fertig machen. Und hier darf man natürlich nicht vergessen, hier muss man wieder was rüberpacken zur Isolierung wegen der Kurzschlussgefahr, damit da nichts kaputt geht. Und ich zeige auch mal die Laternen, die vom Gützold gibt. Das sind diese hier für das Spitzensignal. Da gibt es extra schöne Laternen, die sind richtig sehr gut. Sind die, kosten zwar 10 € das Stück, aber das lohnt sich, muss ich ganz ehrlich sagen. Muss ich mal gucken, was ist denn hier, ne? Ah, noch ein Stückchen Lackdraht noch, den muss ich nur abmachen. Ja, so kommt das hier nachher rauf. Und wenn es richtig eingerastet ist, kann man jetzt leider nicht sehen. Das kann man leider nicht. Ne, und dann sind ja hier zwei dünne Messingplättchen runter. Die drücken dann auf die Kontaktbleche rauf. Und so ist die Kontaktgabe wieder gut gelungen. So kommt man immer ran, ohne dass man da groß Strippen ziehen muss und all so ein Zeug. Das finde ich sehr schön. Schönen Einfall. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hat zwar ein bisschen Fummelei gekostet, aber es lohnt sich. Ja, dann werde ich mich mal verabschieden und bis zum Teil 7. Da möchte ich die Lokomotive so weit zusammen haben,
auch denk, dass der Kessel schon mal seinen Anstrich gekriegt hat. Also muss wieder nochmal neu lackiert, auch das Gehäuse. Und dann auch gleich gealtert wird. Und dass ich den auch den Tender dann anschließen kann und dann mal schauen, vielleicht kann man denn schon mal die erste Probefahrt machen. Da bin ich mal gespannt und ich lasse mich überraschen. Also bis bald zum Teil 7 und auf Wiedersehen.